Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Update-Video. Ich habe mir überlegt, ein Monats-Update zu machen, aber da ich gerade beruflich viel zu tun habe und immer 10-Stunden-Schichten schiebe und meine Urlaubsvorbereitungen für nächste Woche auf Hochtouren laufen, habe ich gedacht, packe ich mit euch nur Pakete auf. Und Monatsupdate, weiß nicht, ob mir die Zeit noch reicht. Ich muss noch alles organisieren, ich muss Tests organisieren, muss mein Zeug packen, ich muss hier eine Bude auf Vordermann bringen und so weiter. Ja, dann lass uns mal starten. Ein Unboxing-Messer. Ich habe hier ein Paket von Sinistrange Extreme und von DTM. Sinistrange Extreme hat wieder so Bundles geschürt. Da habe ich 2 Mediabooks gekauft. Ein Bundle aus 2 Mediabooks. Mit geilen Ralf Krause Artworks, oder eins ist geil, das andere ist so lala. Und dann habe ich mir noch einen Titel geholt. Dann gucken wir da erstmal rein. Sehr schön verpackt. Oh. Ah, die habe ich doch schon. Ich sehe erstmal 2 Karten. Das ist die von die, was immer bei der Deadline dabei sind. Die Buschkarten. Die habe ich, glaube ich, schon. Ja. Oh, sieht das geil aus. Leider keine Leckerlis drin. Und dann lass uns mal gucken. Dann fangen wir das Geile zum Schluss. Als erstes Thursday. Ein richtig geil abgefahrener Film. Den habe ich auf DVD bisher gehabt. Oh, schön wieder mit Hochglanz. Wie auch DVD gehabt, richtig abgefahrener Film mit Thomas Jane. Mickey Rourke hat eine kleine Rolle. Ja, Thursday. Und dann einer, den habe ich mal, irgendwo habe ich den, glaube ich, gesehen, auf Tele 5 oder so. Ein richtiger B-Movie, Endzeit Trash, Bounty Killer. Diesen schönen Artwork hier. Auch Ralf Krause, denke ich. Ja. Schön bunt gehalten. Und dann noch auch ein sehr abgedrehter Film. Bitslap. Auch einen genialen Ralf Krause Artwork. Ja, kann sich sehen lassen. Mal gucken, ob es davon Unboxings gibt. Ich habe schon für meinen Urlaub vorproduziert. Videos, vielleicht tue ich da noch Unboxing machen und tue das. Ich zeige, wenn ich im Urlaub bin. Bin 3 Wochen dann im Urlaub Anfang August. DTM-Paket wieder. Mal gucken, ob ich es aufkriege. Dann könnt ihr euch schon denken, was da drin ist. Auf jeden Fall ein Fisser. Womit fangen wir an? Einfach so, wie sie drauf liegen. Ich habe mir als erstes Inside, diesen schön wattierten Mediabook. Ist hier unten die Schrift geprägt, habe ich gesehen. Und sonst ist nichts mehr geprägt. Nur die Schrift hier unten ist geprägt. Kann sich durchaus sehen lassen. Das Bein noch. Ja. Weil noch. Und weil ich es nicht lassen konnte, nochmal diesen genialen Cover hier mit der Schere hier. Die Schere ist hier geprägt. Schriftzug ist oben auch geprägt. Auch ein richtig schickes Mediabook. Auch richtig schick. 194 und hier 58. Eigentlich hier die Nummer 8, Nummer 66, 66 geil und 71. Ja, dann könnt ihr euch schon denken, was da noch drin war. Wieder mal ein Voodoo Mediabook
in Cover B-Variante. Konnte ich auch nicht nein sagen zu diesem schicken neuen Cover. Kann man hier zeigen. Ah, muss ich wahrscheinlich wieder zensieren da unten. Ja, und ich als Ralf Krause-Fan, da durfte dann auch nicht dieses schicke Cover hier fehlen. Hier in einem schön gezeichneten Ralf Krause-Motiv. Richtig genial. Ja. Hier die legendäre Empfehlungsszene. Ja. So, das war's mit meinem Update. Und einige Schätzchen in meiner Sammlung. Dann sage ich Heidi Ho und Ciao, Ciao.